Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Beyond Good and Evil in der 20th Anniversary Edition. Jade versteckt sich noch ein bisschen hinter Double H, sie ist etwas schüchtern, aber wir werden sie gleich mal auftauen. Wir haben in der letzten Folge das Wichtigste überhaupt erstmal hier ganz, ganz viele Perlen bekommen. Das war richtig krass, aber das ist schon wieder zu hier. Das war, glaube ich, wo war das? Das war hier, ne? Krass. Gut versteckt. Haben das die Nutri-Pillen-Fabrik erfolgreich abgeschlossen, leider ohne Paige. Deswegen müssen wir jetzt weiter zum Schlachthaus. Ich habe richtig Bock auf eine Blutwurst und wir hoffen, dass es nicht Paige ist, der zu einer Blutwurst verarbeitet wurde. Ja, wir haben auch unser Hovercraft upgraded. Das heißt, es kann jetzt schwimmen. Schwimmen konnte es schon immer, das kann jetzt springen. Und wir haben nämlich im letzten Partzimmer über so einen Laserstrahl gesprungen. Und das soll man jetzt im dritten Rennen machen. Und das, ich weiß gar nicht, ob das jetzt dort ist, wo die anderen beiden Rennen auch waren. Ansonsten weiß ich jetzt gar nicht so richtig, ob wir noch eine andere Stelle haben, wo man mit diesem Hovercraft irgendwo drüber springen könnte. Mir fällt das mal spontan nichts ein. Ich könnte jetzt nochmal überlegen, ob an der Stelle, wo wir den Wal... Naja, ich sag mal, es gibt sowieso irgendwann eine Stelle, wo, da, ich glaube, so der Point of No Return ist, da würde ich sowieso alles in Ruhe nochmal absuchen. Genau, dann zum Hauptkanal und das war direkt, ne, 1 und 2. Oder war es bei Rennen 2? Ne, die haben immer gesagt Rennen 3. Wie kommen wir dorthin? Wie kommen wir zu Rennen 3? Basis? Ist gerade so eine schwarze Insel? Da wollen wir ja nicht hin. Die haben gesagt, zu Rennen 3. Und der Page hat mal gesagt, das wäre angeblich beim Leuchtturm. Aber wo? Wo soll das bitte beim... Also ich kann halt irgendwo drüber springen. Kann natürlich sein. Wir gucken einfach mal nach. Es ist heute so entsetzlich heiß und morgen soll es noch heißer werden. Mir reichen hier die 29, 30 Grad schon. So, ich guck mal. Hier, Schlachthausrennen tatsächlich. Was soll das sein? Das ist der Wal, den wir schon kennen, ne? Ach so! Ach so! Wie war springen? So? Nein! Richtig dumm. Mit Kreis. Oh Mann. Wie dumm. Oh, guck mal. Oh, was ist das? Der geheime Zugang ist auf der dritten Rennstrecke bei den Schlachthäusern, Miss Jade. Was ist das? Guck mal, gleich was gefunden. Räuberhöhle 3, sehr schön. Na, ich weiß nicht, wie schön ich das finde. Die letzten Räuberhöhlen, die fand ich ein bisschen schwierig. Vorsicht, Miss Jade, Plünderer! Und schnell hinterher. Okay, 100, ja, ist okay. Ist nicht mehr geworden. Wir geben uns Mühe. Schneller. Ich kümmere mich ja nicht um das Zeug. Mit Springen. Wow. Okay. Schaffen wir. Und jetzt nach rechts. Oh mein Gott. Ja. So. Dann wieder springen. Hep. Hep. Sehr gut. Ich weiß. Wird immer knapper, habe ich das Gefühl. Oh, das war doof. Das war richtig doof. Das werden wir jetzt nicht schaffen, oder? Oder? Dürfen wir jetzt nirgendwo groß hängen bleiben. Ich sehe nichts jetzt. Gott, ist das spannend. Das ist ganz schön enger. Wir schaffen das. Komm, los. Boah, du Pisser. Ah, so, warte mal, ich will schnell weghauen. So, hier, komm. Busch. We did it. Kriegt man eine Perle? Sehr schön. Ist die Frage, ob ich dort oben bei der schwarzen Insel auch mal hätte gucken müssen. Zwecks, ob man da irgendwo hätte drüber springen können. Könnten wir auch noch machen. Erstmal lesen wir die Nachricht. So. Nino konnte alte Pläne der Schlachthäuser runterladen. Anscheinend führt die dritte Strecke der Hovercraft-Meisterschaft direkt unter der Mauer her, die sie umgibt. Wir haben eine Öffnung in der Mauer entdeckt, die groß genug für ein Hovercraft zu sein scheint.
Das ist... Nee, nicht nochmal. Das ist sehr schön. So, wie weit geht das denn jetzt hier alles? Wie weit kann man denn jetzt hier fahren? Das würde mich jetzt mal schon interessieren. Okay. Gibt es hier ein Ende? Und was passiert, wenn wir dieses Ende überschreiten? Aber das sieht jetzt hier eher so ein bisschen so aus, als wäre hier gar nichts. Okay. Okay, das kommt mir jetzt irgendwie auch langsamer vor, das Hovercraft, aber ich glaube, das bilde ich mir jetzt einfach mal ein. Da drüben kann man da rein. Das ist einfach nur Gestein. Sie verlassen die territorialen Gewässer. Okay. Letzte Warnung. Ja, ganz entspannt. What? Was bist du? Komm schnell her. Oh, Manta Magnificens. Wow. Bravo, Jade. Geilon. Voll schön. Wir haben es festgehalten. Wir sind so tolle Reporter. Der geheime Zugang ist auf der dritten Rennstrecke bei den Schlachthäusern, Miss Jade. Hallo, Controller-Meldung. Ist das hier? Nee, Moment. Das ist die Schlachthäuser? Nee, das will ich noch nicht. Den kennen wir schon, ne? Die Doms haben noch ein Boot versenkt. Den haben wir schon. Oder? Ist das der, den wir schon fotografiert haben? Komm mal raus. Komm raus. Ja, komm los. Ja, ne? Ich will nochmal auf Nummer sicher gehen. Man weiß ja nie. Oh, es lässt sich aber auch Zeit. Komm mal raus, gehüpft. Komm, boot. Komm los, raus mit dir. Nee, das ist jemand anders. Megaptera borealis. Cool. Was? Du hast es gefunden? Dabei war ich mir sicher, dass die Geschichte nur Anglerlatein war. Oh mein Gott, ich habe was ganz Seltenes gefunden. Oh, cool. So, jetzt müssen wir erstmal alles hier zusammensuchen. Sehr gut. Das war jetzt echt erfolgreich, muss ich sagen. Ja. Dann würde ich nämlich mal gucken, ob wir nämlich dort noch hin können, weil das sieht mir so aus, als obwohl... Obwohl, da geht's rein. Doch, da geht's definitiv rein. Da gehen wir jetzt auch rein. Hauptsache, ich kann warten. Hallo. Sind Räuberhöhle 4. Können wir nochmal ein bisschen Zeug zusammensuchen. Los. Ja. Dann hier noch. Gut. Und dann holen wir uns. Die territorialen Gewässer. Wird ja mal dafür kurz rein dürfen, oder was? So, wartet mal ganz kurz. So, bin wieder da. Kleines bisschen Heuschnupfen oder was auch immer. Ich gebe mir Mühe. Ja, 100 bla. Geht ja schon gut los hier. Hilfe. Dann. Gut, das kriegt man hin. Ja, wir schaffen das. Wir sind gut, wir sind toll. So. Oh, ich habe mir gestern eine Preview von dem neuen Astrobot-Spiel angeguckt. Boah, das war schon mega knapp. Ich habe das Astros Playroom oder sowas, habe ich ja schon was ja vorinstalliert war auf der PlayStation 5, habe ich ja schon geliebt. Finde ich so toll. Und jetzt kommt ja ein richtiges Scheiße. Ah, schon verkackt. das habe ich ja schon mega geliebt und das Neue wird jetzt noch... Hoffentlich noch kreativer, noch umfangreicher. Ja. Aber müssen wir sich noch was klauen. Oh Gott, das wirklich jedes Mal. Oh mein Gott. Man kann es ein bisschen wegdrücken. Ja, da habe ich richtig Bock drauf. Ich glaube, das kommt Anfang September. Das finde ich mega. Ja, genau. Wie bescheuert kann man denn sein, ey, wirklich. Andere lief wahrscheinlich einfach zu gut. Aber guck mal jetzt immer. Gut, in der Zeit werden wir ein bisschen aufgeholt. Naja, ich weiß. Ich gebe mir jetzt Mühe. Vielleicht sollte ich einfach nicht so viel nebenbei quatschen, aber ich kann auch nicht anders. Ich gebe es zu, das ist so Nervositätsquatschen. Die Strecke ganz geil ist vom Design, muss ich sagen. Hier sind wir vorhin nicht durchgekommen, aber es sieht besser aus. Sehr gut. Jetzt schnell hier rein. Oh, warte mal. Fies vor der Röhre noch solche Dinger zu machen. Gottes Willen. Ach, scheiße, ich hab's nicht gesehen. Ach, fuck.
Das habe ich nicht gesehen. Oh nein, das... Oh nein, sowas Blödes. Ich muss mich mal reparieren. Okay. Dann auf ein neues. Vorsicht, Mist. Ja, 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 bla, bla. Lassen Sie sie nicht entkommen, Mist. Alle guten Dinge sind drei. So, jetzt aber. Jetzt aber zeige ich es dir, ey. Oh, voll lieb von dem, dass der immer wieder zurückkommt und sagt, okay, dann machen wir das Rennen eben nochmal, damit du eine faire Chance bekommst, dir das Geld zurückzuholen. Voll lieb. Nee, ich glaube, das liegt einfach generell am Ladezustand des Spieles. Aber witzig wär's. Ja, das schaffen wir. Aber das auch immer so knapp aussieht. Ja. Ja. Wenn wir an der einen Stelle denken, dass da was zum Springen war. Das hat man nämlich echt nicht gut gesehen. War hier so immer schwierig. Aber es ist generell so knapp hier. Ich habe ja schon volles Speed. Springen. So, und jetzt hier links und springen und gleich weiter. Und hier war auch was zum Springen. Ich habe es zumindest gesehen, aber... Oh, bitte, 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 bitte. Nein, so eine Scheiße. Oh Mann, das ist voll doof. Weiß gar nicht, oder kann man das jetzt noch gar nicht schaffen, weil man noch irgendwas zum Beschleunigen braucht? Lassen Sie sie nicht entkommen. Naja, ja. So, nochmal. Wenn euch das zu langweilig ist, spult einfach, bis ich es geschafft habe oder vor Weinen zusammengebrochen bin. So, nochmal. Ich spreche noch um solche Spiele wie Crash Team Racing und sowas nicht spiele, weil ich bin für sowas nicht gemacht. So. Ich stelle mir immer noch vor, so ein Unspielbar von Game 2 mit mir mit irgendeiner übelst beschissenen Stelle. Ich glaube, ich würde das, ich wäre da ein guter Kandidat für, ich raste tierisch aus, obwohl ich tatsächlich Sachen, die ich nicht schaffe, zwar dann manchmal auch mal kurz Rage quitte, aber dann ziehe ich sie dann irgendwie auch durch. Manchmal mache ich dann auch aus und lösche das. Lösche das Spiel erstmal, dann installiere es nochmal. Okay, wisst ihr, was wir machen? Ich versuche das noch ein drittes Mal. Ein fünftes Mal. Wenn ich das dann nicht geschafft habe, mache ich mal alleine weiter und hole euch rein, wenn ich durch die zweite Tür durch bin. Ha? Ist doch was, weil es ist jetzt auch nicht so mega spannend. So. Ach, Mann. Wie sag ich, man kriegt da... Oh, jetzt mache ich ja alles falsch, was falsch gemacht werden kann, oder? Kann das sein? Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob man nochmal so eine Art Düsenantrieb bekommt und ob der hier zum Beispiel jetzt an so einer Stelle relativ gut wäre. Wenigstens schön, dass er mich motiviert. Das finde ich ja mega. So, jetzt hier rein. Okay. Ja. Rüber. Ich hasse auch so Strecken, wo man keinen Fehler machen darf. Ich denke, Fehler machen ist menschlich. Oh. So. Ich habe auch mal Angst, hier zu beschleunigen. Deswegen ich schon mal ein bisschen abbremse. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich so der richtige Weg ist. Vielleicht sollte man es einfach auch nicht machen. Oh, sehr gut. Wir sind wieder drin, wir sind wieder drin. Also ihr seid mit drin. Ich war's schon die ganze Zeit. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Jetzt hau ich dir so richtig paar in die Fresse. Ja, dich meine ich. Sehr gut. Eine Perle. Juhu. Toll. Sehr, sehr toll. Kopfgeldjägerin. Ich glaube, das heißt, dass wir alle Räuberhöhlen geschafft haben. Yippie. Ich freue mich. So. Dann würde ich dort mal noch hier jetzt die Runde zu Ende drehen und gucken, ob ich hier irgendwas sehe. Jetzt wird das mal... Ja, ja, ich weiß. Ich versuche ganz schnell jetzt hier... Naja, letzte Warnung, bla. Dich haben wir schon. Will ich mal gucken? Könnte man hier oben auch nochmal gucken? Könnte zumindest mal fix hochfahren. Wisst ihr was? Ich verkürze das ein bisschen. Und schau einfach mal nach, ob dort oben was ist. Und wenn was ist, hole ich euch rein. Ansonsten machen wir hier einfach weiter. Mit mal ein bisschen die Sendezeit schon. Bis gleich. So, tatsächlich ist hier wirklich was zum drüberspringen. Das machen wir gleich mal. Da holen wir uns erstmal hier. Wenn ich treffen würde, ich dödel. Ein bisschen Erz. Ja. Sie verlassen die territorialen Gewässer. Ja, komm, bleib mal. Bisschen entspannt. Meine Güte. Den hatten wir schon, ne? Das ist der andere. Oder? Ist der, den wir schon hatten?
Sagt es mir jetzt was, dass ich das schon habe? Ja, gut. Gut, 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 gut. Ja, dann gucken wir noch einmal schnell hier drüben. Noch irgendwas sich anbahnt oder ob gleich wieder geschimpft wird. Ne, ich glaube, er wird geschimpft, ne? Okay. Ja, I know. Ja, dann war es jetzt nicht ganz so mega spannend. Oh, guck mal. Das holen wir uns jetzt noch schnell. Wenn wir schon mal hier sind, sollten wir das holen. Immer, weil jedes Erz zählt. Ja. Perfekt. Perfekt. Gut. Und das noch. Und dann würde ich vorschlagen, weil der Weg jetzt nicht allzu spannend ist. Obwohl, so weit ist er gar nicht. Wir müssen auch gar keinen Bildschirm wechseln. Wir können nämlich außen rumfahren. Da erzähle ich euch nicht kurz ein bisschen nebenbei was. Ich habe gestern Stellar Blade beendet. Muahaha. Ist so eine Mischung aus, ich bin irgendwie froh, dass es vorbei ist, weil ich freue mich immer, wenn ich ein Spiel abgeschlossen habe. Aber ich bin auch ein bisschen traurig, muss ich sagen. Also ich habe mich ja für ein bestimmtes Ende entschieden. Damit bin ich auch ganz fein. Aber irgendwie fällt es mir schwer, mich von dieser Welt zu verabschieden, weil mir hat das einfach übelst viel Spaß gemacht in dem Spiel. Ist ja gerade zwar alles sehr viel trist gewesen, aber irgendwie mochte ich das einfach, die Tristesse. Die haben das geschafft, irgendwie die Tristesse irgendwie romantisch zu machen oder schön zu machen. Und ich mochte die Charaktere und vor allem die Musik und das Kampfsystem fand ich super und das Gameplay und Story habe ich manchmal nicht so richtig verstanden, beziehungsweise man hätte vielleicht manchmal ein bisschen aufmerksamer also in so einer Art Datenlog nachlesen müssen, das habe ich nicht immer gemacht. Aber ich hoffe echt, dass die eine Fortsetzung machen, weil mir hat das übelst gefallen, das Spiel. War richtig cool. Genau, und jetzt spiele ich noch die DLCs von der 16, von Final Fantasy 16. Und dann ist ja schon Visions of Mana dran. Und wir gehen jetzt erstmal zur dritten Rennstrecke, die Schlachthausstrecke. Warum auch immer die hier ist, das ist eine verbotene Strecke, über die keiner mehr sprechen soll. Dich haben wir schon, sehr gut. Oh, meine Nase, ey, was ist denn jetzt hier los? Nervt voll, den ganzen Tag nichts gehabt. Und wenn du hier abends in deinem Kämmerchen sitzt, total isoliert von der Außenwelt, geht's hier los. Naja. Körper zur Ruhe kommt, ne? Deswegen klingt das heute alles ein bisschen nasal. Aber keine Angst, krank bin ich nicht. Maxi hat wirklich ein bisschen Heuschnupfen. So, dann mal rein mit euch. Rennen 3 und 4. Es gibt sogar ein Rennen 4, das wusste ich gar nicht. Gibt es zwischen Perlen. Können wir die auch machen, ohne hier diesen Notausgang zu nutzen? Wir gucken mal. Wir müssen nach der geheimen Passage suchen, wenn wir in die Schlachthäuser wollen, Miss Jay. Okay. Dann will ich noch mal ganz schnell schneuzen, bevor wir das machen. Wartet mal kurz. Ich glaube, beim Rennen dann Nasenschnauben ist, glaube ich, nicht so praktisch. Okay, das ist mal ein Auftakt mit Brennen. Oh Gott, ich bin hier gleich. So, ich baller wieder die ganze Zeit rum. Ih, was ist das für eine Ekelstrecke? Feuer und Gülle. Ey, man sieht ja gar nichts. Ja, das denke ich mir gerade auch. Und man sieht wirklich nichts. Hallo? Okay, ich will aber erstmal das Rennen gewinnen. Wäre das auch okay? Oder gehe ich einfach zu den Schlachthäusern? Ich knall erstmal alle hier weg. Das kann ich gut. Kann ich richtig gut. So, ich hätte mal hier rein. Aber das ist eine recht kurze Strecke, ne? Ah, da hätte ich vielleicht mal springen müssen, ha? Ah, guck mal hier. Das ist gut. Ich kann den Text nicht von diesem Lied. Letzte Runde schon. Ah, guck mal, vielleicht schaffen wir es noch. Rumballern hier. Ich finde es auch, dass wir das schaffen sollten. Los, wir ballern die einfach weg. Lass mich das gewinnen, du dummes Teil. Nein. Dritter nur, ich dachte wenigstens Zweiter. Ja, ist okay. Ist okay. Dritter Preis. Aber wir kriegen ein bisschen Gnäde. Kann ich einfach nochmal rein? Ah, guck mal, das kriegt man nochmal. Wenn man von Anfang an, wenn ich richtig aufpasse, will das jetzt schaffen. So, komm. Das ist mein Ehrgeiz getriggert. 3, 2, 1, bam. So, geht los. Erstmal alle wegknallen wieder. Muss ich hier klar aufpassen, dass ich mir den
Beschleuniger hier schnappe. Da sieht das am Anfang so ein bisschen schlecht. Springen, beschleunigen, genau, springen. Ordentlich um die Ecke kommen. Beschleunigen. Abballern. So. So. Genau. Pisst euch. So, jetzt wieder aufpassen. Wir sind ein Zweiter, das ist super. Muss den hier ein bisschen aufhalten. Mit einem Höhenflug. Das war blöd. Das war ich so beschäftigt mit Abschießen, dass ich erstmal nicht gesprungen bin. Oh, sehr gut. Wir sind auf der 1. Gönnen uns. Ja, wir geben uns Mühe. Jetzt nichts riskieren, nichts riskieren. Nicht hängen bleiben. Auch das gehört zum Thema riskieren dazu. Jetzt genau. Perfekt. Und springen. Super. Ja, das hätte ein bisschen galanter gehen können. Aber ich glaube, wenn wir jetzt nicht noch das Übelst verkacken. Ganz gut aufgestellt. Ja, sehr schön. Ja, huhuhu, hat er gesagt. Kleine Anfängerin, hallo? Wir haben schon 2 Rennen vorher geschafft. Eine Perle. Mhm. Sehr schön. Gut, da holen wir uns noch den zweiten. Also den zweiten Sieg, also den vierten eigentlich. Das war jetzt verwirrend. So. Und jetzt können wir mal nach rechts, ja? Und das war jetzt auch bei der Rennstrecke 3, ne? Wenn ich das richtig mir gemerkt habe. Wir zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Die sehen nicht freundlich aus. 2 Minuten, das geht, dauert relativ lange, eine Strecke. Im Vergleich zu der anderen, die jetzt wirklich flott vorbei war. Ja, das ist natürlich dann ein bisschen der Nachteil, wenn ich hier drauf baller, dass ich dann den ganzen Rauch in der Fresse habe und dann nicht sehe. Aber es macht so viel Spaß, es tut mir leid. Das ist mein Super Mario Kart Game. Da muss ich einfach draufhauen. Ja, da hätte man springen können. Ja, deswegen konzentriere ich mich vielleicht erstmal auf die Strecke. Ja, sehe ich auch so. Ah, hier hätte man draufgekonnt. Ah, okay. Oh, ich nehme auch hier gerade alles nicht mit, was man nicht mitnehmen kann. Oder was man mitnehmen kann. Okay, genau, das holen wir uns jetzt hier. Komm, bam, sehr gut. 2. Runde. Ach, das ist insgesamt die 2 Minuten. Ja klar, ich bin blöd. Nicht pro Runde. Schön mit den Knochen hier. Schönes Design, gefällt mir. Dinosaurier haben hier mitdekoriert. Guck mal, das sieht doch gar nicht... Ja, das ist gut. Das ist mega. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich... Ja, perfekt. Super, Jade. Du steuerst das Hovercraft phänomenal. Um sie einfach auch mal ein bisschen zu loben. Die braucht das auch, weil die ist tough, aber die will auch mal ein bisschen Lob haben. So. An den Knochen vorbei. Schönes Lied. Gefällt mir gar nicht. So, jetzt hier um die Ecke. Bleib mal unten. Ja, sehe ich auch so. Guck mal, ja, sehr schön. Jetzt hier aufpassen. Aufpassen. Wir lassen es links liegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Geil, mach mal außen rum, weil... Immer sicher. Und los, komm, los, los, los. Schaffen wir noch den Rekord zu knacken? Oh, sogar den Rekord geknackt. Oh mein Gott, wir sind so geil. Cool, ich freue mich. Jada. So, und jetzt gehen wir nochmal in die 3. Strecke und versuchen dort den Ausgang zu finden. Yippie. Rennass. Ich habe jetzt gerade irgendwas mit... Was ist so was? Nass? Nein, Rennass. Oder Rennass. Da bin ich auch doch gerne mal der Rennarsch. Auch kein Problem, denn mein Arsch habt ihr gesehen, weil ich war erster Platz. Bam! So. 3. Strecke. Wir machen mal... Ich würde mich mal heilen. Wie hat man sich geheilt? Oben, ne? Genau. Müssen wir mal zur Ruhe suchen, weil ich habe das jetzt ehrlich gesagt beim Rennen jetzt nicht so gesehen. Warum brennt die Scheiße hier? Ey, was soll das? Ist hier oben irgendwo? Oh, ne. Ey, ich habe alle 4 Rennen gewonnen. Nur mal so nebenbei und nenne mich immer noch kleine Anfängerin. Oder sagt Double H das zu uns, was ja richtig frech wäre. Ist irgendwo? Ne. Ja? Ne. Ey, wo soll das sein? Ich bin sehr verwirrt.
Wo soll das sein? Wo soll der Ausgang sein? Was mit Zeit? Nee, also hier auch nicht. Hier vielleicht? Oben irgendwo? Ah, guck mal hier. Oh, voll gut. Ja, erstmal voll rein, genau. Nur, erstmal voll sterben. Oh mein Gott, wie blöd kann man eigentlich sein? Oh, meine Güte. Ja, scheinbar nicht nochmal. Schlachthausstraße. Naja, ich würde sagen, schön sieht anders aus, aber es heißt auch Schlachthaus und nicht Paradies des ewigen Glücks. Wow! Boah, ich dachte schon, ich knalle das runter. Okay. Oh mein Gott. Okay. So eine Art Rennen. Oh mein Gott, was ist das? Warum? Nein! Möchte das nicht. Lasst es bitte. Oh. Lasst es bitte einfach. Ich möchte es nicht. Lasst es bitte einfach. Eieieiei. Hilfe. Hilfe. Hier geht's ab. Hätte ich jetzt hier auch mal abseits der Strecke gucken können? Habe ich jetzt hier irgendwas verpasst? Vorsicht! Sie muss da noch irgendwo. Nee. Nee, ich glaube, wir müssen das jetzt so machen, ne? Oh mein Gott. Ist ja überhaupt nicht saniert, die Straße. Voll schlecht in Stand. Was soll das? Ey, das finde ich für so geheime Straßen ganz schön, naja. Bisschen ausbaufähig. Oh ja, genau, nochmal direkt reinfahren, weil es unserem Hovercraft so gut tut. Und ich habe leider... Das ist lieb. Das ist sehr lieb. So. Uiuiuiui, das war ganz schön anstrengend. Huhuhu. Genügend gefahren für diesen Teil, ey, wirklich. Ja, die Musik, die gebührt uns. Ah, da sollten wir vielleicht... Carson und Peters, wie es immer sagt. Geht das kaputt, indem ich das dort einhaue? Hier, mach das mal. Oh, hier, da ist was. Da ist was. Komm her. Eine Angulia Bifida. Okay. Okay, abgelegt. Oh, es gibt bald eine neue Perle. Ich wollte mal gucken, ob ich dich jetzt noch hier reinknallen kann. Aha, sehr schlau von mir, sehr schlau. Nehmt das nicht ernst, wenn ich sowas sage, ne? Ich sag das nur einfach, weil ich da versuche, ironisch zu sein. Okay, was bringt... Achso, ja, da ist noch eine... Achso, wir müssen hier hinter, also war das schon richtig gedacht? Nein, also wie gesagt, ich bin kein Fan von so Selbstüberschätzung und Selbstbeweihräucherung. Aber manchmal möchte ich es aus humoristischen Gründen einfach gerne sagen. Manche Sachen weiß ich auch einfach noch von früher. Obwohl tatsächlich jetzt hier ab jetzt alles ein bisschen lichter wird in meinem Kopf. Also da weiß ich viele Sachen einfach gar nicht mehr. So krass. Das Matsche weich in meinem Kopf. So. Dann los rein mit dir. Bäm. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Kann ich die auch so kaputt machen? Nee. Ist das so eine scheiß Kiste? Wir werden niemals da durchkommen. Ich werde es mit einem Torpedo versuchen. Ein Torpedo? Ein Torpedo? Hä? Was für ein Torpedo? Ich bin verwirrt. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen noch eine Kiste irgendwo suchen. Ein Torpedo? Ich nicht verstehen. Ein Torpedo? Ich verstehe das nicht. Jetzt bin ich richtig lost, wie die Jugend so sagt. Kann ich hier rein? Jo. Hä?
Ich verstehe es jetzt überhaupt nicht. Dann muss ich den irgendwie hierher locken oder sowas? Geht das? Mit einem Torpedo. Hä? Ich schnall's nicht. Ich schnall's gar nicht. Kann man das irgendwie angreifen, das Teil? Torpedos, Miss Jade! Ah. Ah. Wow. 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 Oh mein Gott, und nun? Aha. Genau ins Schwarze. Wow. Müssen wir erstmal drauf kommen. Okay. Geht es noch weiter hier? Ah, okay. Mhm. Geht weiter, sehe ich schon. Oh, kann ich das? Das kann ich auch nur mit dem Ding machen? Los. Ich wollte schon sagen, das kriegen wir doch so hin. Das verschwenden wir doch jetzt nicht. Gute Kiste. Achso. Warum gab es jetzt die Kiste noch? Warum gab es diese Kiste jetzt? Ich nehme dich mal mit. Komm. Nehm dich jetzt mal mit, oder? Vielleicht sollten wir dich gerade hier lassen. Vielleicht sollten wir dich... Ich lass dich mal... Nee. Kiste. Bleib mal lieber hier. Nee, du sollst... Scheiße. Scheiße. Nein. Sollen wir die für später brauchen? Ich hab's jetzt versaut. Wenn wir die für später brauchen. Dann sei es so. Dann ist das Let's Play beendet an dieser Stelle. Was haben wir denn hier Feines? Erstmal Carb-Up, sehe ich schon. Ah, wir kaufen einfach alles. Komm, los. Wir machen hier Ausverkauf. Und dann sollten wir vielleicht mal unserem lieben Double H auch mal was abgeben von unseren Herzcontainern. Ist ein bisschen selbstsüchtig von dir, Jade. Das muss ich jetzt mal so sagen. Die Herzcontainer immer nur bei dir behalten. Gut. Dann, nee, nach unten. So, wo ist... Ja, genau. 9. Zack. So. So. Das ist doch okay. Guck mal, der hat 5er. Und wir haben weniger. Ich habe es gerade gar nicht richtig hingeguckt. Okay, dann holen wir uns das mal hier. Guck ich mal auf die Zeit. Ein bisschen habe ich was rausgeschnibbelt. Können wir hier definitiv noch rein. Aber wir speichern erst. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Gut. Dann lasst uns mal reingehen in die Höhle des... Oh mein Gott. Hier schon wieder. Es geht Gott sei Dank relativ schnell mit euch. Respektiere das Heimteam. Ich gebe mir Mühe. Aber es nervt doch ganz schön, dass du dieses Buch immer zitierst. Muss ich auch mal sagen. Wir machen mal ja super Angriff. Na los, Jade. Ach man, ich bin zu blöd. Wir lassen's. Wir lassen's einfach und greifen normal an. Der Kampf ist ja sowieso mehr oder weniger Mittel zum Zweck. Achso. Schieben, ne? Komm, los. Das scheint der einzige Weg zu sein, aber ich habe keine Ahnung, wohin er führt. Ja, auch nicht. Für Ruhm und Ehre. Dann sollten wir da mal gehen. Hä? Ach so. Ach, wir müssen... Ja. Können wir jetzt hier hochfahren? Müssen wir jetzt hier hochfahren? Ich hab's nicht verstanden. Wir gucken mal. Wir gucken mal. So, am Samstag habe ich was total Krasses gemacht. Ich habe unseren Keller aufgeräumt. Das war so krank. Ich wollte eigentlich nur den Gang ein bisschen freiräumen. Und dann habe ich gedacht, ach, wenn du schon mal jetzt hier bist, dann tust du die ganzen Räume auch noch aufräumen. Und oh, das hat übelst lang gedauert, war übelst nervig. Aber es ist jetzt in einem Zustand, der mich sehr zufriedenstellt. Oh, wow. No, no, genau. Übelst gut. Richtig gut. Richtig gut. Mhm. Das hat mich jetzt nicht so zufriedengestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach so, Gott. Aha. Aufpassen. Oh, Hilfe, Hilfe. Oh, ich liebe es, ich liebe es. Oh, man kann die auch wegschieben, oh, nicht schlecht. Ja, die lieben das mit Lasern in diesem Spiel. Wenn man Laser-Tag spielen gehen. Oh, uns zieht's an, oh mein Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe.
rum. Kann ich erstmal kaputt machen, weil die anderen kann ich auch so zerstören. Genau, wir tun für die Alpha-Abteilung die Doms einfach mal Laser-Tag-Ausflug organisieren. Ist doch nett von uns. Ja, genau. Kaputt noch. Oh. Hallo, ach, die kommen dann wieder. Schön. Richtig schön. Los, geh mal schnell durch. Huschen wir auch noch schnell. Oh no, mit Wind und so. Gott. Wieso? Wieso? Warum macht ihr sowas? Eieieiei. Ist gut? Können wir das machen? Bringt das was? Nein! Ach, wie doof. Dann nochmal, aber diesmal mit. Ich mag es, ohne hier was kaputt zu machen. So. Ja, sehr gut. Wir schaffen das. Wir schaffen das. So, jetzt hier. Schnell durch. Schnell durch. Wow, 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 wow. Ah! Schnell rein! Hallo? Oh, Gottes Willen! Ich verstehe schon, warum die das Reparaturzeug so großzügig verteilt haben. Komm ich hier lang. Wow! What the? Okay. Okay. Dann knallen wir das erstmal hier rein. Gut, aber eins wird nicht reichen. Deswegen dürfen wir wahrscheinlich jetzt uns hier noch welche besorgen. Nein. Da will ich aber jetzt nicht lang. Ach so, ein Shortcut. Dark Souls lässt grüßen. Ja, aber ich muss ja mal sagen, so geheim ist es ja dann jetzt nicht mehr, ne? Immer so nebenbei. So, dann guck mal. Hier, du springst dir gefälligst mal rein. Hallo, danke dir. Okay. Jetzt wird's interessant. Erstmal nach links. Boah, ich komme ein bisschen durcheinander. Kann man hier einfach durchfahren? No. Nee, das geht nicht. Okay. Dann. Hier. Da mal hoch. Gott, wo führt uns das hin? Ah, ja, schön. Dann wieder nach unten. Und. Jetzt hier rein. Genau. Ja. Okay. Da ist es nichts passiert. Okay. Machen wir mal den zweiten. Dann mit dir. Los, 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 los. Los, 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 los. Reicht das? Tatsächlich. Sehr gut. Dann können wir weiter. Schlachthauseingang. Boah, allein schon hier reinzukommen. Übelst krass. Oh. Is that? Hello. Ein Trilobites Saltans, Tierfotografin. Oder muss ich mal gucken, was das bedeutet? Konnte ich jetzt nicht nachgucken, weil ich meine Software aktualisieren muss. Hab ich jetzt keine Lust. Ich dachte mir so, Mann, ich habe selten Lust. Perle. Selten Lust, Trophäen mehr anzugucken. Zumindest im Let's Play. Aber jetzt dachte ich mir so, vielleicht. Weil alle werde ich ja noch nicht gefunden haben. Gut, dann, falls man bis jetzt die Frösche noch nicht fotografiert hat, aber ich glaube, das ist recht unwahrscheinlich. Ja, UFO Erectus. Die sehen echt komisch aus. Hier hoch? Da hoch? Nee. Ah, alles klar. Wieder hier CD-Diskus werfen. Nee, nicht... Wieder rein mit euch. Sehr schön. Ja, wie immer war ich da aber übelst froh. Was blöd, dass ich diesen Keller geschafft habe, aufzuräumen. Ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Gib mir Mühe. Ist dann schön, wenn man irgendwas, was man wochenlang schon geschoben hat, dann doch irgendwann mal gemacht hat. So, dann waren wir gestern noch auf ein Kinderfest eingeladen. Oh, das war zwar schön, aber ich war ganz schön kaputt. Dann hatte einfach keinen Bock mehr. Okay, wahrscheinlich ist wieder... Da? Nee. Ach, was... Ach, gosh.
zurück. Umdrehen. Und jetzt rüberschießen. Es ist zu empfindlich. Ich bin schon wieder gefahren. Ich drücke immer die falsche Taste. Wie kann das sein? Wie bekloppt kann man sein? So. So, jetzt R1 bitte. Hä? Warum kann ich denn nicht schießen? Bin ich jetzt bekloppt? Ach, ich muss... Man kann nicht schießen, wenn man im Hovercraft ist. Wie bekloppt. Okay. AAH, ich habe das Gefühl, dass... Ich decke ihren Rücken, Miss Jade. Ja, ich bin gespannt, wie du das machen wirst. Ich dort oben bin, aber danke. What the hell? Oh mein Gott, kann ich dich ab... Na super. Oh mein Gott, na sowas kann ich ja leiden. Sowas kriege ich ja gar nicht gebacken. Jetzt muss ich hier noch schnell schießen. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Hasse sowas. Ich kann sowas einfach nicht. Deswegen bin ich nicht Shooter geeignet. Danke fürs Kabats. Na los, komm. Ich hasse das. Ich treff bei sowas einfach nicht. Oh, das hätte ich so schön getroffen, wenn ich nicht weggeflogen wäre. Mann. Oh mein Gott. Hilfe. Ey, wirklich, Hilfe. So, was gibt's hier? Haben will. Ja, mitnehmen. So, andere haben wir auch noch. Starkos in so ein Herz, ey. Pff. Naja, aber besser als nix, ne? Gut, ja. Was ist das? Das sieht eklig aus. Macropodia omnivora. Lecker, möchte ich nicht streicheln. Ich sag's euch, wie es ist. Übertragung empfangen. Ich speichere. Eine Disc gibt's dort, cool. Da ist noch irgendwas. Hat lang gelaufen, oder? Kann das sein? Ist eingebildet? Wow. Okay. Ah, okay. Könnte man ein bisschen auf die... Ah, ne, Karte haben wir ja noch nicht. Da ist aber eine. Nur wir knallen erstmal eine Disk drauf. Mhm. Tiere. Okay. Ich würde sagen, das müssen wir wegschieben, ha? Das schaffe ich nie allein. Das ist schlecht. Okay, das heißt, wir müssen... Hätte ich es auf der anderen Seite hochgekonnt? Ja, die Ansicht ist gerade ein bisschen blöd. Ach, tatsächlich. Egal, ja, wir... Das ist erstmal richtig dumm jetzt. Okay. Können wir das schon mal aufmachen? Drück mal drauf. Gut. Sehr schön. Dann speichern wir gleich nochmal. Gut. Haben wir das? Naja, dann können wir vielleicht noch bis zum nächsten Terminal haben. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht von der Zeit. So. Und jetzt müssen wir runter. Ah, das war richtig dumm. Kann ich mich nicht von hier gleich irgendwie runter? Ja. Das Gitter ist schon zu weit unten. Oh nee. Wirklich jetzt? Oh nee. Da lade ich. Da lade ich doch. Habe ich keine Lust, nochmal rüber zu laufen. So. Wer ist das mit Zeit? Yippie, ich freue mich. Beispiel laden. So, sehr gut. Okay. Das heißt, wir drücken hier. Ach, guck mal. Was so? Was passiert jetzt hier? Ach so, da könnte ich. Ach so, da komme ich von der anderen Seite einfach hoch. Ja, das ist jetzt nett, bringt mir aber
relativ wenig, wenn wir Double H nicht mitnehmen können. Wir müssen aber dort vorne lang. Das heißt, wir drücken drauf und tun wirklich gleich langsamer noch. Danke. Ich hier schnell rüber. Ach, dann wieder blöder. So. Dann runter. Zu spät, Miss Jade. Das Gitter ist schon zu weit unten. Hä? Wie soll ich denn das noch schneller machen? Willst du mich verarschen? Ich war doch schnell. Hä? Da hätte ich irgendwas noch machen müssen. Wie kriege ich den Double H eigentlich hoch, wenn er sagt, wenn sie sagt, wir schaffen das nicht alleine? Das hatte ich jetzt genommen, ne? Genau. Mann. So. Oder kann ich auch... Nee. Kann ich auch hier runter? Okay. Will mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Wir drücken mal drauf. Du kannst ja auch alleine fahren, weißt du? Komm doch einfach rüber. Wo ist denn jetzt dein Problem? Da könnt ihr doch jetzt locker einsteigen und das Ding hier durchfahren. Okay. Ich finde es jetzt ein bisschen weird. Okay, es geht gar nicht los. Cool. Geht gar nichts mehr. Fetzt. Kaputt. Oder was? Haben wir es jetzt kaputt gemacht? Was ist denn das für eine Scheiße hier? Cool. Verzweifelt am Tor. Ja. Und dann lade ich nochmal. Wahrscheinlich hätte ich jetzt nochmal runtergehen müssen, um mir das nochmal zu sagen, dass ich jetzt zu langsam war. Was natürlich richtig fetzt. Nee, ich will die manuelle Speicherung. Die bleibt ja Gott sei Dank. Hoffentlich. Nee, die wird es nie einfach überschreiben. Das wäre ein bisschen fies. Was hier eigentlich? Wollen wir noch was machen? Ah, was aber? Guckt mal, vielleicht kann ich Vorteil nutzen. Und, Und, dann hier schießen. Ja. Ja, das ist nur richtig geil. Richtig, also wie dumm kann man eigentlich sein? So. Ja, und jetzt wird er wieder schimpfen. Ah ja, aber so wäre es gar nicht so schlecht von hier schießen. Dann schaffen wir es. Mann. Ich hoffe, dass es wieder ja, aktiviert ist. Ah. Cool. Sind wir gut oder sind wir gut? Wir sind besser. Hahaha. Los durch. Haben wir da durchfahren? Oh ja, cool. Shortcut. Aber die Frage ist immer noch. Ach nee, stopp. Jetzt können wir ja beide aussteigen und dort hochgehen. Oder so eine Kiste zu verschieben. Ja. Kommen Sie bitte mit, Herr Double H. Doppel H. Aber du kommst hier hoch, ne? Ja, wollte schon sagen. Na, das wäre es jetzt noch gewesen, wenn ich das vergessen hätte. Peinlich wäre das gewesen. Hätte ich nie wieder ein Let's Play machen können, weil ich vor Scham im Boden versunken wäre. Das war richtig dumm. Cool. Aber immerhin hat es hier gespeichert. Und ich habe 4 Herzen. Sehr schön. Das war richtig blöd. So. Dann passen, müssen wir tief und jetzt kommt, schaffen wir noch. Sehr gut, Wagenschleuse, we are coming, denn wir wollen das jetzt hier wegschieben. Nicht bewegen, Miss Jade. Doch.
Okay, wohin führt uns das? Nee. Jetzt hoch. Eins, zwei, drei, schieben. Hoch sollst du. Grundübungen, Seite 2. Danke. Nicht, dass es jetzt hier, dass wir sogar hier lang müssen. Ich denke, ich habe was Optionales gefunden. Haben will. Perfekto, ich hab's gescannt. Finde ich super. Okay. Da ist ein Weg, da oben. Bin ich erstmal reingerannt, ne? Da ist ein Weg da oben. Ja, aber das nützt uns ja nichts. Weil wir ja... Wie soll das Teil hierher kommen? Kannst du nicht einfach durch? Das ist doch schön hier. Und nun? Ich glaube nicht, dass das... Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Aber gut, ist ja schon mal gut zu wissen, dass man hier scheinbar irgendwann mal langkommt. Müssen wir uns einfach merken. Ich kann noch mal gucken. Kommen wir bestimmt noch früher oder später hin. Ich wollte mal ganz kurz gucken wegen Decoder. Da ist einer. Es dauert noch eine Weile, bis wir dort hinterkommen. Naja, ich würde es nämlich mal vorschlagen, wenn ich so ein bisschen jetzt überlege, wie viel ich so rausgeschnibbelt habe. Jetzt muss ich wieder gucken, ob ich das hier schaffe. Überspringen. Das war richtig dumm wieder. Dass es sich wahrscheinlich jetzt noch übelst ziehen wird. Wir dürften vielleicht jetzt so bei irgendwas zwischen 45 und 50 Minuten sein. Das ist eine ganz gute Zeit. Ich muss dann eben schon langsam aufhören, weil es gibt ja noch Abendbrot. Ich habe es heute ein bisschen umgeswitcht. Genau, also wie gesagt, wir sind noch voll dabei bei der Infiltration des Schlachthauses. Und beim nächsten Mal, denke ich mal, werden wir dann richtig einsteigen. Ich denke mal, da werden wir schon ein, zwei Parts noch dafür brauchen. Deine Lieben, ich hole mal die beiden noch richtig vor die Linse. So voll freundlich und freundschaftlich. Vielen Dank, dass... Es geht doch gleich weg. Danke, Double H. Super. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Otherside. Tschüss.